Hallo und willkommen alle zu einem weiteren Let's Play mit Pratze und ein paar Freunden hier im Multiplayer. Das erste Multiplayer Let's Play und am Start ist der Fabi, der Fape 19988 und Rainer 12 ist dabei. Hallo. Und dann ist noch Julian 9519 dabei. Hallo. Und wir haben jetzt einfach mal uns spontan jetzt so zusammengefunden und wollen dann mal hier ein bisschen Hirschfelden bejagen. Ja, wie gesagt, die Videos, also ihr könnt euch das ganze Let's Play dann bei Pratze, Rainer und mir anschauen. Das verlinken wir uns dann gegenseitig. Genau. Dann könnt ihr das aus jeder Sicht sehen. Und der Julian, der hat keinen YouTube-Kanal oder sowas, aber der ist jetzt einfach mal dabei, weil den haben wir hier jetzt auch als Host im Spiel. Und dann würde ich sagen, habt ihr alle den Geruchsreduzierer dran? Ja, habe ich schon angemacht. Sollte man ranmachen, wäre vom Vorteil. Und dann würde ich sagen, wir schauen jetzt mal hier auf die Karte. Sollen wir eigentlich die ganzen neuen Sachen noch nennen? Wäre eigentlich, glaube ich, schon ganz praktisch, teilweise. Sonst könntet ihr auch das Video von Billy the Crayon anschauen. Ist halt auf Englisch. Wenn ihr es in Englisch versteht. Aber ich denke mal, ich werde auch noch ein Video dazu machen. Ich glaube, wir können jetzt hier im Let's Play nicht unbedingt alles erklären. Gut. Ja, das wäre zu lang, einfach so. Denke ich mal, ja. Und wir gehen mal so ein bisschen da in den Süden runter. Jo. Da gibt es nämlich auf jeden Fall gute Chancen für Rothirsche. Und ich muss sagen, Multiplayer ist einfach cool. Also die Möglichkeit, mit anderen Spielern zusammen auf der Jagd zu sein, ist einfach, ja, unbezahlbar. Ja. Einfach genial, sag ich mal. Weil, wie gesagt, ich habe mir auch, wo ich das Spiel mir gekauft habe, so was von sehnlichst gewünscht, ein Multiplayer zu haben, um mit meinen Leuten, mit die gerne Spiele auch im Multiplayer spielen zu können. Und jetzt ist er endlich da. Ja, vor allen Dingen kann man auch Neulinge viel besser einweisen in Sachen Randpirschen, ein Zelt aufstellen und die ganzen Tricks zu zeigen. Das genau. kann man ja so nicht rüberbringen, wenn man das nur erzählt. Ne? Und ja, finde ich einfach genial. Ja, wie jetzt zum Beispiel der Julian, der spielt jetzt noch nicht so arg lang, oder? Nee, ich spiele das noch nicht so lang. Anfang dieses Jahres habe ich jetzt die Vollversion drauf. Ja, der hat allerdings aber so ein bisschen, ja, Jagderfahrung im echten Leben. Und ich höre hier gerade Bock. Ja. Bock. Sollten wir uns jetzt vielleicht mal hier ein bisschen ducken und ich call mal, ne? Call mal, genau. Ich würde sagen, wir schleichen uns hier links so ein bisschen die Böschung hoch, dann haben wir einen besseren Überblick. Ich finde aber noch ein schöner Vorteil ist jetzt, wenn man zum Beispiel auf Bärenjagd geht oder auf allgemein größere Tiere, wenn ein Neuling dann nicht hundertprozentig trifft, kann dann jemand einen Fangschuss nachlegen. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Das stimmt. Das werden wir dann auch so machen, wenn wir eine Gruppe von Tieren sehen, dass sich halt jeder eins nimmt und wir dann runterzählen. Und wenn wir ein Tier sehen, wie machen wir das? Wollen wir dann auch so machen, dass wir alle gleichzeitig schießen, oder? Nein, ich denke mal, einer wird auserkoren. Jetzt zum Beispiel bei dem Bock jetzt hier wird erstmal einer schießen, weil alle vier auf einen Bock wäre irgendwo nicht weitmännisch, sag ich. Ja, finde ich eigentlich auch. Also, wer möchte? Ich brauche nicht. Wär's mit dem Bogen oder Gewehr? Ich schätze mal, der kommt eh relativ nah ran. Von hier. Hat jemand von hier oben auch schon mal noch gecallt? Von hier oben nicht, nee, aber es wäre, glaube ich, besser, wenn der auf die Straße kommt, kann man in eine schöne Breitseite. Okay, gut. Ich könnte es mal mit dem Revolver probieren. Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, ob er überhaupt kommt. Rehböcke kommen normal immer. Ja. Ja, die brauchen manchmal ein bisschen, aber dann schauen sie die Richtung ein und kommen im Galopp auf ihn drauf zu. Ja.
Also sobald jemand den sieht, müssen wir natürlich gleich mitteilen. Da hinten kommt er. Ja, da hinten. Ah, da kommt er. Ich sehe es. Wow, der sieht gar nicht schlecht aus. Ah, so besonders gut auch nicht, oder? Ich habe keinen Score-Guess. Ich auch nicht, ich bin nur bei Kilo. Habe ich noch. Also 35 Kilo, das ist bei mir auch. Vom Gewicht ist er ganz gut, ja. Dann schaue ich mal, dass ich ihn erwische, ne? Ja. Ich guck dir zu. Das finde ich auch ziemlich cool, wenn man anderen Leuten da dabei zuguckt, wie sie ihre Tiere erlegen. Genau, das finde ich auch sehr interessant, ja. Der kommt auch schön breit. Ja. Oh, daneben. Ja, jo. Das sieht aus, als ob es dieser komische Bug war, weil ich war genau drauf. Okay. Es gibt nämlich momentan einen Bug, bei dem die Kugel einfach durchgeht. Ja, also da aus, dass wir hinten durch die Hinterläufe gegangen ist. Aber was werden wir gleich sehen, denke ich mal. Also bei mir. Nee, getroffen war es nicht. Bei mir auf jeden Fall. Durch der Einschuss war noch im Boden. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, genau, ja. Ist auch ein bisschen schade, dass der Multiplayer so ziemlich früh rausgekommen ist. Weil es ist natürlich klasse für alle Leute, die. Ja, alle wollen ja den Multiplayer spielen, ist ja klar. Okay, richtig, aber ich sage mal, das Spiel wächst ja auch dadurch. Flüchtend. Mhm. Das Spiel wächst doch dadurch auch, finde ich. Als wenn da nur auserkorene Tester sind. So sind vielleicht. Nee, ich habe gemeint, vielleicht eine Woche länger oder sowas. Weil es halt so extrem verbuggt ist schon. Ja, ist richtig, aber wie gesagt, ich sehe das als Testphase mal an. Mhm. Das wird auf jeden Fall noch verbessert. Also die Leute schreiben ja trotzdem noch, was da noch nicht richtig läuft und sowas, ne? Ja, es wurde eigentlich auch so ein bisschen kommuniziert, dass es noch auf jeden Fall noch Bugs gibt und so weiter. Ja. Also daher, die Leute, die jetzt darauf das Spiel, wenn sie jetzt neu anfangen, das Spiel neu zu spielen und Multiplayer sich da viel erhoffen davon und dann dadurch schlecht machen, würde ich sehr echt schade finden. Ja. Also man sollte wirklich erstmal noch ein bisschen ruhiger bleiben. Und erstmal gucken, was sie noch entwickeln, denn das war ja extrem schnell von der Alpha, Beta und jetzt den Multiplayer draußen, ne? Ja, das stimmt. Und wie gesagt, also da bin ich zuversichtlich und wie gesagt, man sieht ja auch ständig Bewegung in diesem Spiel, dass es nie vergessen wird und immer ständig dran gearbeitet wird. Deswegen das finde ich auch ziemlich cool. Finde ich wirklich sehr gut und die Community ist auch top. Ja, das muss man sagen. Das, also, es gibt kaum ein Spiel, was wirklich so eine gute Community hat und auch so eine große Anfrage auf das Spiel. Das ist Wahnsinn. Ja. Finde ich genial. Und einfach nur, zum Beispiel der Bug jetzt mit, dass bei manchen Spielern dann einfach die Kugel durchgeht oder das passiert auch bei Pfeilen. Das haben die Entwickler zum Beispiel schon beschrieben, dass sie das wissen und dass sie daran arbeiten. Aber man sieht ja auch in den deutschen Forum oder auch in englischen Forum, man kann es nachlesen, dass daran gearbeitet wird und da kann man sich auch wirklich hundertprozentig drauf verlassen, dass es auch so ist. Ja. Und das ist das Schöne daran, ja. So, jetzt schauen wir mal, da vorne ist er wieder. Okay. Ich würde sagen, jemand anders schießt probier mal. Probier ich mal. Mhm. Warte, dann gucke ich dir zu. Okay. Ich gucke auch zu. Ich versuche mal. Jetzt bleibt das stehen. Das ist jetzt, glaube ich, gar nicht schlecht. Hier steht gerade ein bisschen ungünstig. Ja, ich gehe mal zur Seite. Ja, warte mal, ich habe ihn gleich hier vorne. Komm mal hier hoch, hier kannst du gut schießen. Ja, jetzt, er steht, glaube ich, ganz gut. Jetzt habe ich ihn. Nee, war die falsche Waffe. Jetzt läuft er eh perfekt seitlich. So, jetzt. Ich sehe ihn nicht. Aha, jetzt. Jawohl. Jawohl. Bei mir gab es einen ziemlichen Bug, also. Ja, bei mir auch. Der beamt sich immer so ein bisschen. Genau. Vielleicht liegt es dann auch daran, so ein bisschen, dass der quasi auf der Position woanders steht bei uns. Ja, kann durchaus sein. Aber wie gesagt, man muss jetzt deswegen nicht das Spiel schlecht machen. Nee. Auf gar keinen Fall. Ich finde das allein schon richtig genial, dass sie das mit Multiplayer auch umgesetzt haben. Das wurde ja von allen gewünscht. Wunderbar. Ah, weiblich. Ja? Julian hat was gesehen. Achso, nee, gehört. Weiblich. Gehört. Ja. Wo sind die runtergerutscht? Ja, die vorne. Was ich sehr gut finde hier, ist der Realitätssinn. Da unten ist er. Ja. Ja? Sehr, sehr gut gemacht. Das stimmt. Also der Julian zum Beispiel, der geht ja, also er ist selber jetzt kein Jäger, aber er geht mit einem Bekannten, wie er mir erzählt hat, öfter mal auf die Jagd.
Warte, wenn du dich dazu stellst, kann ich ein Foto mit dir machen. Und dem Bock. Dann sammle ich den ein. Dann könnt ihr euch mal alle drei davor stellen. Genau. Okay, machen wir das. Score 177, der war doch gut. Habe ich mich echt verschätzt. War richtig gut, hä? Ich dachte, der wäre sowas wie 140. Wer macht ein Foto? Ich mach mal. Ihr müsst so ein bisschen nach oben gucken, damit man euer Gesicht sieht. Ja, es wäre gut, wenn ihr alle auf eine Seite geht. Dann, Sag mal so, da, warte mal. Soll man nicht so ein bisschen hier hingehen? Nee, geh du mal, bleib da einmal in der Mitte. Soll ich dann, ich hab ihn schon bewegt, deswegen. Ach so, okay, alles klar. So, und Rainer noch ein bisschen nach links von dir aus. Nee, nach links. Ja. So. Gut, dann einfach so stehen bleiben. Sehr schön. Das ist natürlich auch ein echt cooles Feature. Oder eine coole Sache am Multiplayer, dass man jetzt Bilder von sich gegenseitig machen kann. Ja, das stimmt. Mit der Trophäe sozusagen. Wollen wir weitergehen, rechts oder links? Ich würde da, wo mein Punkt ist, wenn ihr den auch seht, auf der Karte. Durch den Wald durch. Ja. Beziehungsweise. Okay. Wir können auch noch so ein bisschen rechts lang gelaufen. Können wir auch machen. Relativ viele rote Hirsche. Also im Wald sind auch welche, aber genau. Im Feld hat man bessere Sicht. Jo, was? C war ja vorher eigentlich mal selbstlaufend, ne? Ah ne, Quatsch, Q war das gewesen, genau. Q war das, jo. Okay. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Nee, ich war jetzt gerade ein bisschen durcheinander eben, weil C war ja Rennen und Q war eben, dass er alleine läuft. Ach so. Ja. Genau. Ich dachte, du sprichst von einer Hirschkuh. Auf jeden Fall, was man auch noch sagen kann, ist, das Jagen. Oh, ich höre schon wieder, das ist weiblich wieder. Oh, weiblich, ja. Steht da hinten auf der Straße. Irgendwo. Ja, sollen wir es anlocken oder was meint ihr? Nee. Ja, klar. Dann schon. Aber dann schieben wir einen Bogen oder so. Ja, ich hab zum Beispiel eine Armbrust dabei. Jemand anders hat bestimmt auch noch einen Bogen dabei. Ja, ich hab meinen Kupronbogen dabei. Wer mag schießen? Diesmal nicht. Ich hab schon eh mal geschossen. Kann mal jemand von euch machen. Fabi, hast du einen Bogen dabei? Ich hab einen Bogen, ja. Ja, dann mach mal du. Dann mach ich mal. Und jemand könnte dann vielleicht, wie der Julian schon vorher gesagt hat, den Fangschuss quasi vorbereiten, falls er denn nötig ist. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee bei dem. Okay, dann werde ich mal den Fangschuss vorbereiten. Julian könnte ja sich auch noch ein bisschen drum kümmern. Ich leg mir mal hin. Sieht jemand die Ricke schon? Noch nicht, glaube ich. Ne, ich sehe es auch noch nicht. Ich glaube, wir stehen hier gar nicht so gut auf der Straße. Hinlegen, doch, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Am besten wäre hinlegen. Ja, aber mit dem Bogen, ist ein bisschen schlecht. Da würde ich sagen, gehst du zu dem Baum da vorne vor. Das können wir natürlich auch machen. Dass der Fabi ein bisschen weiter vorgeht und wir dann so im Hintergrund. Ja, das sieht ja noch besser aus. Ja. Wir können ja so beides drauf. Genau. Wenn es nah genug kommt. Julian, du bist schon noch da, ne? Ja, ich bin da. Ich habe mir gerade überlegt, ich wechsle gerade die Straßenseite rüber. Dann stehe ich ein bisschen höher. Mhm. Damit du einfach auch noch ein bisschen absichern kannst im Gewehr, falls es irgendwie wieder das passiert da mit diesem. Aber wir gehen jetzt mal einfach nicht davon aus. Genau. Ich habe zwar einen Bogen dabei, aber meine Bogenschießkünste lassen zu wünschen übrig. Geh mal nicht so ganz so weit vor, Julian. Nee. Okay. Ich wollte eigentlich ganz gern hoch, aber dann gehe ich ein bisschen zurück. Ja. Okay, dann bereitet. Julian den Fangschuss vor. Ja, du kannst es ruhig auch mit vorbereiten. Das ist, glaube ich, doppelt hält besser. Ja. Ich sehe die Ricke auch noch nicht. Nee, von hier sieht man es auch noch nicht. Die Ricken. Die müsste noch hinter dem Hügel sein. Es gibt noch so einen anderen Ausdruck für Ricke, ne? Geiß, sagt man in Bayern. Ja. In Bayern, ja. Ja. Bei uns heißt es wirklich generell eigentlich, also hier oben, Land Brandenburg, Ricke. Es gibt der Rehbock und die Ricke. Und ja, Geiß ist ein Gams eigentlich, oder so, oder? Ja, aber in Bayern heißt ein weibliche Reh Geiß. Okay. Ist tatsächlich so. Und bei euch, Julian? Ricke. Ja, überall, wo nicht Bayern ist, sagt ja. Okay. Also,
Fabi, ich weiß nicht, wo sie bei dir kommt, aber bei mir kommt die direkt eigentlich von vorne in die Straße. Meine Richtung kommt die. Ich gucke ja in die Richtung. Ah ja, okay. Ich gucke doch in die richtige Richtung, oder? Ja, das jetzt, genau, auf jeden Fall. Ja, die war davor nur hier hinten gestanden. Wer lockt die denn an? Ich habe vorher gelockt. Können wir auch nochmal zur Sicherheit. Ich hab schon. Okay. Nicht, dass wir es noch übertreiben. Ja. Ja, aber ich muss echt sagen, wenn man so über Skype verbunden ist und so, man ist klar, es gibt einen Chat. Ja, also ich kann dir mal zeigen, wenn man Enter macht, kann man hier chatten. Aber das lenkt doch schon ein bisschen ab. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, auf dem Server ist mit 6, 7, 8 Leuten, also man kann ja bis zu 8 Leuten drauf. Und wenn dann da so munter gechattet wird, das lenkt schon ganz schön vom Geschehen ab. Oh ja, da kann man so manch schönen Schuss eigentlich mal versemmeln. Ne? Mhm. Aber gut, ich bin auch in der Hinsicht auch nicht ganz so böse, wenn ich jetzt mal spiele und da schreibt mir jemand an und ich treffe den nicht gleich, deswegen bin ich böse. Ja. Fabi, du hast das bestimmt auch mitgekriegt auf dem Forum, vor allem auf dem Englischen, glaube ich. Da gab es eine Riesendiskussion so mit, ja, wie ist es denn, wer schießt und wer bekommt dann das Tier und sowas. Da kam es irgendwie ziemlich vielen drauf an. Und mir ist das zum Beispiel völlig egal. Mir geht es irgendwie darum, mit anderen jagen zu gehen. Also genau, das macht viel mehr Spaß. Ne? Also ich muss jetzt nicht unbedingt die große Trophäe haben oder ich muss die jetzt erst aufsammeln oder sonst irgendwas. Nö, ja, das Schöne ist ja, dass man das zusammen erlegt sozusagen. Genau. Ja, finde ich. So wie gerade eben den Rehbock, das ist einfach frei. Irgendwie kommt die nicht so richtig näher, ne? Nee. Ich laufe mal ein Stück entgegen. In Richtung Straße, da habe ich ein gutes Blickfeld. Ja, aber das Problem ist, dann können wir keinen Fangschuss setzen, ne? Ja gut, der Plan ist, glaube ich, schon, dass er wartet, bis es auf der Straße ist, oder? Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen auf die Seite, damit ich sie vielleicht schon früher sehe. Aber ich mache schon so, dass ihr mitschauen könnt. Und schießen. Mhm. Keine Angst. Manchmal dauert es einfach, ne? Ja. Finde ich auch gut, dass es nicht immer so ganz genau planbar ist alles. Genau. Dann wird es auch relativ schnell langweilig werden, denke ich mal. Das denke ich auch, ja. Also laut meiner Karte kommt es genau auf die drauf zu eigentlich. Müsste so, ja. Ich sehe es auch schon. Da kommt es ganz langsam angelaufen. Ich setze euch einen Punkt. Okay, das ist nämlich auch cool. Ja. Wir sehen jetzt hier einen Punkt vom... ich call mal nicht mehr, gell? Ja, das müsste passen so. Können wir hier dann gucken. Jetzt gucken wir mal, wo der Punkt ist. Dann sehen wir sie bestimmt gleich. Bei euch ist sie wahrscheinlich noch hinter so einem Busch. Ja, ich sehe sie jetzt. Läuft sie gerade durch. Aber auf jeden Fall habe ich mal durch den Punkt jetzt die Richtung. Genau. Auch eine gute Position von hier, wenn sie in Richtung Straße läuft, dann. Ah, die hängt natürlich jetzt wieder. Okay, gut, funktioniert. Was natürlich auch noch ein Problem beim Multiplayer ist, dass die Tiere manchmal hängen bleiben. Ah, ich sehe es. Jetzt läuft es aber. Gestern, jetzt geht's, wir gestern auf dem Server. Da waren zwei Wildschweine und die sind beide die ganze Zeit durchgehend im Wald gehangen. Mhm. Bei den Bäumen zwischen zwei. Und dann muss man halt irgendwann hinlaufen und schießen. Das ist dann halt auch schade. Schaut aber so aus, als wäre die noch nervös. Mhm. Ihr seht sie noch nicht, oder? Doch, nein, ich sehe sie. Ich noch nicht. Ich auch. Die ist jetzt gut, dann ziemlich weit links, also links im Gebüsch, links der Straße. Hier. Also dann warte ich noch kurz und dann setze ich einen Schuss. Ich wäre mal dafür, dass auch hier Kitze oder Frischlinge und sowas mal kommen. Kälchen. Ja, das wäre auch ziemlich cool. Ah ja, ich hab's da. Vor allem so jetzt in der Zeit. Sie kommt. Man sieht sie hier noch nicht sonderlich gut. Also wäre, glaube ich, ganz gut, wenn man noch ein bisschen. Ich warte ja. Ja, ich warte auf jeden Fall. Fabi müsste Bescheid sagen, wenn er. Fabe müsste aber Bescheid sagen, wenn er einen Schuss gesetzt hat. Damit wir den Schuss dann geben können, halt, ne? Ja. Vor allem, vielleicht solltest du auch mal rufen, wegen. Du musst ja schauen, dass es in Bogenschussweite kommt, ne? Ja, ich würde es halt mit dem Bogen gern haben, dass sie, wenn sie jetzt so weiterläuft, dann habe ich sie ja nicht perfekt. Okay. Da, weil die eben mal stehen bleibt. Ja, jetzt läuft sie gerade wieder. Wie viel Trara wir machen um so ein weibliches Stück Rehwild, ne? Ja, ne? Ja. Singleplayer hätte man die wahrscheinlich nicht genommen. Ja, aber es geht ja jetzt einfach mal ums Jagderlebnis. Ja, klar.
komme schön breit bei dir, ne? Ja, ziemlich perfekt. Verhofft sie? So nennt man das doch, Julian, oder? Ja. Du könntest aber auf dem Fall auch Eugen nennen, weil sie sich umguckt. Mhm. Könnte man auch sagen, aber verhofft würde jetzt hier eher passen. Eugen ist eher so, wenn sie was gewittert hat oder sowas, wenn da irgendwas nicht stimmen sollte und sie hat da was mitbekommen. Meistens sagt ja ganz daran, wenn der Hals gerade ist. Und ich setze es dann mal Schluss. Okay, alles klar. Circa seid ihr bereit? 30 Meter. Ja. Okay, Jungs. Wenn es das nächste Mal stehen bleibt. Spannender Moment. Richtig. Bei mir steht sie schon. Ja. Bei mir auch. Jawohl. Schön getroffen. Ihr könnt gern noch nachschießen, ne? Liegt schon. Nee, brauchen wir nicht. Liegt schon, aber wunderbar. Perfekt. Sehr schön. Na, das war doch mal was. Hat sich das Warten doch schon gelohnt. Ja. Und da kommt auch schon der nächste Ruf. Weiblich. Weiblich. Naja, okay, das lassen wir, glaube ich, mal aus. Das denke ich mal auch, ja. Aber es war ein schönes Erlebnis, ja. Ja, muss man echt sagen. Es wird immer besser, ne? Ja. Obwohl er genau in dem Moment, wo ich den Schuss setzen wollte, die Luft wieder rausgelassen hat. Aber ja, auch ganz gut so. Ja, genau. Sonst hätte man vielleicht daneben geschossen und so. Ist schon schick. Soll ich jetzt vielleicht mal von euch allen ein Bild machen? Kannst du. Dann stell ich mich mal darüber. Ich meine, ist ja grundsätzlich jetzt egal, ob es ein männliches oder weibliches Tier ist. Ja. Oh, bei mir stimmt gerade irgendwas nicht. Ich meine, ich kann gerade nicht so richtig steuern. Ich hänge hier gerade irgendwo. So, meine Maus geht nur nach oben und unten, aber rechts und links ist gerade schwierig. Ist vielleicht so ein Connection-Problem. Ich nehme jetzt das Tier mal auf. Linke Lunge, sehr schön. Wow, mit meiner Maus stimmt gerade echt was nicht. Trophy Shot. Ah, jetzt scheint es wieder zu gehen. Oder auch nicht so wirklich. Na, warte mal. Stelle ich mir hier hin, dann vielleicht besser. Gut, ich mache mal ein Bild. Alles klar. Gut. Wunderbar. Ich mache mal ganz kurz hier, ich muss mal gucken, an was das hier liegt gerade. Sekunde. Ja. Okay, kann weitergehen. Gut. Ich bin einfach kurz aus dem Spiel ausgetappt und wieder rein, jetzt tut's wieder. Richtung? Da lang, oder? Kannst du mal markieren auf dem... Oder wir laufen die einfach hinterher, geht auch. Ja, okay. Ja, ruft wieder. Ja. Wenn man über diese großen Baumwurzeln läuft, dann kommt ja auch so ein Geklacker wie auf der Straße, nur dumpfer, gell? Mhm. Ja. Macht das auch so viel Krach dann wie bei der Straße? Zählt das genauso oder wird das ignoriert? Nee, das zählt genauso. Ich dachte, die Tiere hören eh nichts. Ja, habe ich eigentlich auch gedacht. Soweit ich weiß, reagieren die nur auf Bewegung und auf sonst nichts. Nee, hören tun die schon auch. Also so ist es nicht, aber ich glaube... Also wenn man schleicht, ja, das, aber es gibt keine bestimmten Lautstärken, meine ich, sondern sie hören dich halt schleichen so oder so. Eine bestimmte Lautstärke gibt es nicht, aber die hören die auf jeden Fall, ja. Also es macht, glaube ich, keinen Unterschied, ob man auf der Straße läuft oder oder auf so einem Holz oder hier auf dem Gras. Also sonst zum Beispiel würden sie dich auch bemerken, wenn du einen Caller benutzt. Da reagieren sie auch nicht. Ja. Was zum Beispiel auch im Forum ist es ja auch recht strittig, wie das ist. Hat sich, glaube ich, noch kein Entwickler dazu geäußert, wie das ist mit dem Nachladen. Ob das jetzt die Tiere aufschrecken lassen kann oder nicht. Nee, das weiß ich, dass die Entwickler das geschrieben haben im Forum, dass das keine Auswirkungen hat. Gut. Aber was früher zum Beispiel auch so war, dass Bewegung hat ja auch keine Auswirkung. Also nach links und rechts gucken. Ja. Das wurde aber geändert. Das gibt's jetzt im Multiplayer. Ja.
Nee, das gibt's schon länger. Das war irgendwann mal in irgendwelchen ganz frühen Versionen so, dass man, also wenn man jetzt schnell hin und her geschaut hat oder sowas, hat es die Tiere nicht interessiert. Was hier ein bisschen schade ist, dass alle Tiere direkt beim Schuss weglaufen. In den meisten Fällen haben sie keine Angst vor dem Schuss, sondern vor dem Repetieren. Da wissen die, da kommt noch was. Da könnte kommen. Der Schuss an sich wissen sie nur, der Schuss gefallen, ich bin's nicht, ich kann weiterfressen. So nach dem Motto. Echt? Okay, ha. Ja, das gut. Ist häufiger ist das so. Ja, das ist dann auch öfter so, dass wenn die Tiere wirklich fliehen, dass sie dann öfters auch mal wieder zurückkommen. Um nochmal nach rechts zu sehen oder sowas. Das passiert auch einem, ich meine, Kitze gibt es ja hier nicht, aber ja, stimmt, wenn man ja. echt auf die Jagd geht und da Guys und Kids sind und das Kids geschossen wird, dann im ersten Moment, meistens läuft die Guys dann schon weg, aber nach 3 Minuten ist sie dann wieder da und sucht. Ja, stimmt, der Fabe bzw. Fabi ist ja auch Jäger, du bist ja auch, also nicht Jäger, sondern, ja, wie nennt man das? So angehender Jungjäger oder sowas in der Art. Ja, sowas in der Art. Also, ich habe einen weiblichen Rothirsch. Ja, ich den auch. Da könnte dann ja natürlich auch noch was anderes dabei sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also würde ich sagen, sollte man jetzt so schnell oh sein. Ja. Oh ja. Und da ist es schon. Ah, sehr schön. Da werden wir mal gleich hier drin. Ah, ja. Oh. Ah, da ist er. Da ist mir jetzt natürlich ein Fauxpas passiert. Ich habe, ja, das war gut. Falsche Lockpfeife dabei. Ich ruf mal. Zum Beispiel auch was sehr Gutes im Multiplayer. Man kann sich so ein bisschen das Equipment teilen. Genau. Jetzt guck ich mal bei mir rein, was da passiert ist. Naja, tatsächlich. Da habe ich nicht aufgepasst. War auch ein bisschen stressig, bis wir alle zusammengefunden haben, bis es im Server geklappt hat und so. Ja. Man muss ja sagen, wir wollten, also ich und Andi wollten eigentlich schon vor 2 Tagen aufnehmen. Und da hat es halt nicht funktioniert und gestern hat es auch nicht funktioniert. Und ja. Und wir wollten eigentlich schon vor 3 Tagen aufnehmen. Ja, ja. Ich sehe das weibliche Stück übrigens schon da hinten, ne? Ich sehe gerade, der Rainer benutzt noch den. Ich sehe das männliche Tier. Ah, okay. Ich noch gar nichts. Ja, okay, sehe ich auch. Ja, ich benutze noch den alten Entfernungsmesser. Ja. Genau. Es gibt ja mittlerweile dieses Rangefinder Binoculars, also diese Ferngläser mit integriertem Messgerät. Das fand ich beim, darf man eigentlich schon sagen, dass man schon hatte bei der Alpha. Ja, eigentlich schon wohl. War ja eigentlich einen Tag später gleich draußen, ne? Ja, das gab es ja schon früher. Tiere, das gab es früher schon zum Kaufen. Ja. 1, 2, 3. Ja, 2 weibliche und. Ah, 4. Da hinten kommt noch eins. Kommt noch eins. Für jeden eins. Ja, aber ich weiß nicht, ob. Noch nichts. Da ist der Hirsch. Da ist der Hirsch. Kappen, ich hab. Das ist aber ein schöner. Ja, der ist schön. Rechts von ihm sind 3 weibliche Stücke. Ja, hier könnte man vielleicht so einen kleinen Kompass sagen, haben. Wo man vielleicht die Gradzahlen ansagen könnte. Das wäre natürlich gut, ja. Damit man ungefähr weiß, wo man hingucken kann, ne? Weil wenn ich jetzt sage, auf der linken Seite, also von mir aus, die sehen jetzt leicht südlich, kommt der Rothirsch, dann könnte man vielleicht die Gradzahlen vielleicht noch ansagen, ne? Ja. Also der 2 Rothirsche. 2 Rothirsche. Einer ist von uns rechts. Vielleicht können wir noch ein bisschen warten. Ah, den sehe ich auch. Aber der ist kleiner. Ich sehe nur einen. Also ich wäre eigentlich dafür, dass wir ein bisschen realistisch jagen und einer auf den männlichen geht. Ja. Ich weiß nicht, wollt ihr das anders machen? Nö, okay. Das machen wir so. Und den rechts männlich, den schießt auch einer. Ja, wir können vielleicht auf beide. Das können wir vielleicht machen. Wovon wo kommt denn der da? Von rechts? Hier. Läuft so ziemlich genau auf uns zu, der ist beim Hügel oben. Ja. Das heißt, den müsste man bald schießen. Der andere ist ja auch schon relativ weit vorne. Ja. Also wie sollen wir es machen? Mir ist es wurscht. So, ich würde sagen, wenn ihr wollt, kann hier irgendeiner schießen, dann gucke ich zu. Auf der Seite. Dann nehme ich den linken. Der ist nur relativ nah hier schon. Wie weit ist das? Okay. 64 Meter von mir aus. Ich würde da gern auch sehen, wie der linke fällt. Also eigentlich können wir doch, ich weiß nicht, den rechten bestimmt nehmen, Fabian.
Ja, kann ich auch machen. Dann nehme ich den linken jetzt, ja? Okay, und ich tue mal so Backup-mäßig noch mitsichern. Okay, 3, 2, 1. Warte. Ich muss erstmal in eine Position kommen, wo ich schießen kann. Behalte dich, aber der ist schon relativ nah. Okay. Also den ziemlich nah nehme ich, ja? Du zählst, jo. Kannst zählen, Rainer. Ja, zählen wäre gut gewesen. Er liegt. Der andere rennt noch, ne? Ja, wäre gut, wenn du bis 3 gezählt hättest. So habe ich jetzt, glaube ich, Leber oder sowas erwischt. Ich habe auch nochmal drauf geschossen. Wow. Er liegt. Hier ein paar... Er liegt, ja? Ja, er liegt. Ich habe gerade Connection-Probleme mit dir. Ja, ich auch. Aber es ist nur so ab und zu. Okay, liegen beide. Naja, also hat ja doch irgendwie geklappt. 5. Kann man eigentlich sehen, wenn man Hirsch zum Beispiel jetzt hier auch nimmt, wer getroffen hat und wer nicht? Ja, beim Aufnehmen natürlich. Ich würde sagen, wir sammeln uns mal bei dem Großen, oder? Ja, okay, und dann nach den anderen. Machen wir das dann bei den nächsten Tieren so, dass wir dann 1, 2, 3 zählen und dann schießen. Dann haben wir es gleichzeitig. Weil meiner ist gleich weggerannt, dann konnte ich nicht mehr schießen. Ja, das wäre, glaube ich, gut. Also wenn wir auf 2 Tiere schießen gleichzeitig, dann zählen wir runter am besten. Genau. Aber das ist, glaube ich, auch noch sowas. Je öfter man mit den gleichen Personen immer wieder jagt, desto besser stellt man sich aufeinander ein, habe ich festgestellt. Genau, das stimmt, ja. Ja, bei mir ist auch... Konnektivität ist gerade nicht so die beste, aber... Naja. Solange es funktioniert. Wir sind ja auch noch alle auf Skype und nehmen auch noch nebenher auf und so. Das ist schon. Ich sammle ihn mal für euch ein, ne? Ah, das ist ein schöner Hirsch. Perfekter Schuss durch beide Lungen und Herz und Score von 194. Wunderbar. Sehr schön. Ich lasse ihn mal so liegen, gell? Ihr seht ja, wie er da ist. Dann könnt ihr euch mal so hinstellen. Am besten alle dahinter. Das guckt gut aus mit dem Ei. So? Oder? Passt so? Oder sind wir einfach hinstellen? Warte, bleibt einfach so. Also links und rechts davon, wäre doch cool. So, stopp, ja, genau. So. Wunderbar. Ich hoffe mal, der andere ist wirklich gelegen. Ja, ich hab's gesehen. Der liegt, ja, ich auch. Ja, der liegt. Ich hab schon wieder Connection-Probleme. Mein Gott. Ne, das geht jetzt. Ja. Ja gut, ich würde mal sagen, wir halten dieses Let's Play auch nochmal relativ kurz. Genau, wir sind jetzt bei 33 Minuten. Ja, genau. Das ist eigentlich schon eine ordentliche Marke. Ich sag mal, den Hirsch nehmen wir auf, ne? Und dann. Und dann. Wäre schon okay, oder? Genau. Wir hosten jetzt ja gerade auch beim Julian und ich glaube, seine Leitung ist nicht so die schnellste. Ich weiß nicht genau. Oh, da hinten liegt er schon. Wunderbar. Aber ich finde, trotz allem läuft es ganz gut. Ich meine, wenn man ab und zu mal so ein kleines Connection-Problem hat, ist es auch nicht so tragisch. Nee. Ist halt im Moment ungünstig, wenn man schießen will, aber... Das stimmt. Ja, dann ist es natürlich schlecht, ja. Sonst ist es gar kein Problem. Aber es macht schon echt Spaß, muss man sagen. Auf jeden Fall, wenn man so guckt, die drei Jäger so rumlaufen, naja, einwandfrei. Okay, der erste war Eingeweide. Dann schätze ich mal sowas. Du bist schon auf der Spur. Ja. Geh ich doch mal mit. Der sieht schon fast größer aus, Leuten. Kann das sein? Nee, der war viel kleiner. Nee. Jetzt habe ich gerade wieder Connection. Ich hatte den ich auch. Mit rein. Den hatte ich gar nicht gesehen. Rainer, hast du auch Connection-Problem, oder? Nein, ihr seid immer die Reihe dran und dann bin ich wieder dran. Jetzt ist wieder gut. So. Aber er hat auch ein schönes Geweih, muss ich sagen. Schöne Rosen oben drauf. Sagt man ja eigentlich so, ne? Ja, ich weiß nicht, wir müssen Julian fragen oder und Fabi, die sind, glaube ich, die Fachmänner. Rosen, sagt man dazu, zu die Enden oben, ne? Rosen oder Krone? Krone, genau. Ja, Krone gibt's. Krone oder Rose, genau. Der guckt vor allem noch sehr realistisch aus. Soll ich den mal aufnehmen, oder? Kannst du machen, ja. Kannst du sagen, ob ich getroffen habe? Ja, ich sag euch Bescheid. Also ich habe hier registriert 3 Schüsse. Fabi, Julian und Fabi. Wo hab ich getroffen? Und der erste Schuss war in die linke Lunge.
der zweite in die Eingeweide von Julian und der dritte auch, oder andersrum, der erste in die Eingeweide von Fabe, zweiter Eingeweide Julian und dann der letzte war ein Lungentreffer. Na gut. Das heißt, mein Schuss ging wieder durch. Oder ich habe nicht getroffen, das kann bei dem auch tatsächlich sein. So, dann machen wir mal ein Bild. Julian, gehst du mal nochmal kurz auf den Hunter-Mate? Ja. Und jetzt nochmal die Waffe raus. Jawohl. Die war nämlich gerade unsichtbar. Oh, das ist gut. Alles klar, schönes Bildchen. Ich würde mal sagen, ein bisschen holprig war es, aber ich sag mal, das wird alles noch. Der Anfang ist schwer. Ich sag auch mal, das wird auch alles noch ein bisschen aufpoliert, schätze ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, damit sage ich eigentlich nur, vielen Dank fürs Zuschauen allen und happy hunting to you. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.